Ja, ja. Aber hier, das gibt es auch. Okay. Das ist ein Antiverschmutzungsschutz. Sind das schon mal gefunden? Schon. 2012 beschäftigten sich Studierende der Fachhochschule Brandenburg mit der jüdischen Zeitzeugin Marga Goren-Gotthelf. Als Grundlage diente Filmmaterial aus einem Gespräch mit Jugendlichen in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz. Marga wurde vor dem Zweiten Weltkrieg von Brandenburg an der Havel nach Polen deportiert und versuchte von dort aus ihren Weg nach Hause zu finden. Er führte sie über England und Frankreich in das heutige Israel. Es entstand ein Dokumentarfilm, der über ihre Reise, ihre Erfahrung und Erlebnisse berichtet. Ich bin hier in Brandenburg geboren, in der Hauptstraße an der Langen Brücke, nicht draußen, im Haus. In 1925. Mein Vater war ein Geschäftsmann und wir waren drei Kinder. Ich war die dritte Tochter. Ich hatte eine gute Kindheit und ging auf die Rolandschule, die heute die Julian Curie Schule ist. Mein Vater starb im Dezember 1932. Und gerade bevor die schlechte Zeit anfing, Hitler hat die Macht ergriffen im Januar 1933. Am 1. April 1933 führten die Nationalsozialisten einen Wirtschaftsboykott gegen jüdische Geschäfte durch. Mit dem Spruch „Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden“ fand die erste reichsweite Aktion dieser Art statt. Damit begann die wirtschaftliche und gesellschaftliche Verdrängung der deutschen Juden. Da musste meine Mutter das Geschäft aufgeben und wir zogen in eine kleinere Wohnung. Aber das Leben ging weiter. Und dann fingen die Nürnberg-Gesetze an, gegen die Juden. Jedes Jahr war ein Nürnberg-Parteitag und jedes Jahr kamen neue Gesetze raus. Das fing an mit, die Christen dürfen nicht bei den Juden arbeiten, die Juden dürfen nicht bei den Christen arbeiten. Und dasselbe mit dem Wohnen, man darf nicht bei Christen wohnen, man darf nicht bei Juden wohnen. Und dann das nächste Jahr schon, man darf nicht ins Kino gehen. Hunde und Juden sind hier unerwünscht, so war das immer das Schild draußen. In die Schwimmbäder konnten wir nicht gehen. Auf die See nur auf dem Quenzel, weil der... Das Gelände dort einem Juden von Berlin gehörte, da durften wir gehen und in Quenze sind wir geschwommen, aber sonst nirgendwo hin. Und dann später ja sogar auf der Bänke darf man nicht mehr sitzen. Meine Mutter mit drei Kindern wusste schon, sah schon, dass man da raus muss, da kann man nicht mehr bleiben. Und da hat sie meine älteste Schwester, die damals schon 17 Jahre alt war, nach Palästina geschickt. In den 1880er Jahren gab es die ersten jüdischen Siedlungsbestrebungen in Palästina. Flüchtlinge aus Russland und Rumänien ließen sich in Palästina nieder, welches im damaligen Osmanischen Reich lag. Die zionistische Idee der Schaffung einer jüdischen Heimstätte im biblischen Land hatte hier ihren Anfang. Das Osmanische Reich gehört zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges. Die Siegermächte teilten das Gebiet unter sich auf. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Großbritannien vom Völkerbund das Mandat für die Region Palästina. Das bedeutete, dass die britische Regierung die gesetzgebende und verwaltende Instanz dort war. Um nach Palästina auswandern zu können, musste man ein Zertifikat beim Palästinaamt beantragen. Diese Zertifikate waren sehr begehrt, aber auch begrenzt. Am 30. Januar 1933, dem Tag der Machtübernahme der Nationalsozialisten, gründete Recha Freier die Jugendalia in Berlin. Diese Organisation verfolgte das Ziel, so viele Kinder und Jugendliche wie möglich vor den Nazis nach Palästina zu retten. Die britische Mandatsregierung wurde 1934 davon überzeugt, für 15- bis 17-Jährige eine neue Kategorie von Einwanderungszertifikaten zu schaffen.
Dadurch gelang es, von 1935 bis 1939 ca. 4.500 jüdische Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Österreich nach Palästina zu bringen. Und so waren wir auch schon im Kopf vorbereitet zu dem, dass wir eines Tages weg müssen und auch vielleicht von der Mutter. Wir waren sehr konzentriert auf der Synagoge, in der Synagoge, nicht auf in. Und hatten dort viele Veranstaltungen, alles mit Genehmigung. Und wir mussten ja auch dreimal die Woche auf Religionsunterricht gehen nachmittags. Weil die Stadt hatte verlangt, dass jedes jüdische Kind dreimal die Woche, 2 Stunden nachmittags, Religionsunterricht kriegt. Und das war sehr gut, weil wir da alle zusammengekommen sind. Und so haben wir uns beim Religionsunterricht getroffen und dann haben wir auch Heimabende gehabt. Wenigstens einmal die Woche. Und auch am Samstag nach dem Gottesdienst sind wir zusammengekommen und geredet, gespielt. Und so ging das Leben weiter. Und dann Ende Oktober 38. Am 28. Oktober, am 27. Oktober kam ein Polizist zu unserer Wohnung und sagte meiner Mutter, gib mir mal deinen Pass und den Pass von deiner Tochter, nicht ich, meine ältere Schwester, die hatte schon einen Pass und kommt morgen früh um 9 Uhr zur Polizei im Rathaus, das neue Rathaus, und dann kriegt er das zurück. Kriegt er die Pässe zurück. Weiter hat er uns nicht gesagt, ich glaube, er wusste auch nicht mehr. Und so hat meine Mutter uns gelassen und sie ist rumgegangen zu anderen jüdischen Familien zu fragen, was ist denn das, warum haben die uns die Pässe weggenommen? Und da hat sie herausgefunden, dass alle, die polnische Pässe hatten, mussten die weggeben und morgen früh zur Polizei kommen. Und da, wenn man damals zur Polizei aufgerufen wurde, dann hat man kein Geld mitgenommen, keinen Schmuck mitgenommen, so wie wir gestanden haben, so sind wir gegangen. Und wir haben unsere Wohnung nie wieder gesehen. Weil wie wir zur Polizei kamen, da war ein großer Raum, so wie das, wie der. Und dort waren schon sicher 10 Familien. Und keiner wusste, warum wir da waren. Und dann zum Mittag hat man uns einen großen Topf mit Suppe gebracht und Stew. Wie sagt man, Stew? Eintopfgericht. So ein Eintopfgericht. Und haben uns gesagt, wir sollen essen. Aber die meisten dort, die meisten Familien waren sehr orthodox. Und die wollten nicht essen. Weil sie nicht wussten, ob da Fleisch drin ist. Und da war ein sehr frommer Mann, der sehr geehrt war. Der Herr Goldmann. Und der hat gesagt, isst, was man euch gibt, denn ihr wisst nicht, wann er nochmal zu essen kriegt. Und, aber er hat nicht gegessen. So haben wir alle gegessen. Und nach dem Essen hat man uns, das ist komisch, hat man uns, weiß ich nicht, ob man uns zum Bahnhof marschiert hat oder ob man uns gefahren hat. Das ist weg, aber ich glaube, wir sind gegangen. Ist doch nicht so weit. Ich glaube, wir sind gegangen. Und die Begleiter waren Brandenburger Polizisten. Nicht SA und nicht SS. So ging es, wir hatten doch kein Gepäck, so ging es ganz gut.
Und am Bahnhof war ein Zug. Und dann, wie wir an die Oder gekommen sind, da haben wir schon verstanden, wo wir hingehen. Der Zug ging durch Frankfurt an der Oder, Posen und dann zur Grenze. Und am Weg hat er immer noch neue Waggons angehangen von anderen Städten. Die polnischen Staatsbürger, die von anderen Städten zugekommen sind. Magdeburg und so weiter. Dann am Abend, das war schon am 28. Oktober, sind wir zur Grenze gekommen und die Deutschen haben die Grenzen. Schranke. Die Grenzenschranke aufgehoben und die Polen nicht. Und dann gibt es doch immer Niemandsland. Zwischen zwei Ländern ist immer so ein, was ist, einen halben Kilometer? So ungefähr einen halben Kilometer. Zwischen den Flanken. Und da haben wir die ganze Nacht gestanden. Alle, die auf dem Zug waren, haben gestanden. Und es war schon sehr kalt. Das ist Ende Oktober. War schon sehr kalt, aber alle haben gestanden, die Kinder und die Frauen und wer alle da war. Und die Familie haben sich zusammengehalten. Damit man, da war doch kein Licht, war doch alles dunkel. Und am Morgen, da haben die Polen die Schranken aufgemacht. Und dann gingen wir rein in eine kleine Stadt, Neubenschen heißt sie. Das ist eine Grenzstadt. Neubenschen, die im Ersten Weltkrieg die Kavallerie gehalten hatte und da haben sie große Ställe gehabt für die Pferde. Und dort wurden wir einquartiert auf Stroh. Die ganze Stadt hatte 5.000 oder 6.000 Einwohner und wir waren 10.000 in dem Zug. Und dann die polnische jüdische Gemeinde hat sich sehr schnell organisiert und hat uns Ärzte und Schwestern geschickt, Essen geschickt und Gulaschkanonen. Und so ging es weiter und keiner wusste, was sein wird. Da hat man Zeitungen gelesen von der ganzen Welt. Steht überhaupt nicht drauf, dass sowas geschehen ist. Und die Menschen waren sehr pessimistisch. Was soll denn werden? Wo sollen wir hin? Die Polen wollen sich reinlassen, die Deutschen haben uns rausgeschmissen. Was wird sein? Aufgrund der Entwicklung entschied die britische Regierung, 10.000 jüdische Halb- und Vollwaisen unter 15 aufzunehmen. Und das war eine Kategorie, da ich rein konnte. Ich war 13 Jahre alt und halbweise, mein Vater war schon tot. Und da wurde ich eingeschrieben. Der Doktor hat mich untersucht und ich war gesund. Und in der Mitte von Januar sind wir mit dem Zug aus Neubenschen raus. Ihr Weg nach Danzig führte sie über Warschau, wo sie zum ersten und zum letzten Mal ihre Verwandtschaft traf. Im Januar 1939 ging sie an Bord eines Schiffes, das sie nach London brachte. Und dann gingen wir in die Themse und da sahen wir schon die Tower Bridge. Da gingen wir runter und da war ein Empfangskomitee von Rabbinern und Familien von Kindern, die wussten, dass sie kommen, Onkels und Tanten. Und da waren auch Leute, die Kinder adoptieren wollen. Und wir waren von Maccabi Yad Zair, von der Jugendbewegung.
Und wir haben gesagt, wir gehen nicht in Familien. Wir haben Eltern, wir wollen nicht in Familien gehen. Wir wollen in ein Heim gehen und zusammenbleiben. Und so war es auch. Das Mädelheim war noch nicht fertig. Und für 2 Wochen wurden wir bei Familien einquartiert. Meine Familie, wo ich war, die konnten kein Wort Deutsch und ich konnte kein Wort Englisch. Und das ging mit den Händen. Und dann habe ich gesehen, dass die Kinder, die hatten 2 Kinder und die Kinder lernten Hebräisch. Und da habe ich ein Lehrbuch von Hebräisch gefunden. Und von dem Buch habe ich Englisch gelernt. Die ersten Worte Englisch habe ich von Hebräisch gelernt. Inzwischen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Wir wollen auf Vorbereitung für Palästina gehen, weil ich hatte schon eine Schwester und die anderen hatten auch Geschwister schon in Palästina. Und wir wollten nach Palästina gehen. Wir sind doch nun nach England gekommen, um gleich nach Palästina zu gehen. Aber das ging nicht. Wir gingen auf eine Farm in Kent, wo dort Erwachsene waren, die sich auch schon für Palästina vorbereiten. Und da haben wir auf Landwirtschaft gearbeitet, einen halben Tag, und einen halben Tag haben wir gelernt. Diese Vorbereitung auf das Leben in Palästina hieß Hachschara und fand in verschiedenen Ländern statt. Dazu gehörte das Erlernen landwirtschaftlicher und handwerklicher Fähigkeiten und der hebräischen Sprache. Viele der Migranten gründeten landwirtschaftliche Kollektive, die Kibbuzim, in denen jedes Mitglied ein Stimmrecht hatte. Diese spielten eine entscheidende Rolle bei der jüdischen Besiedlung Palästinas. Das Land, auf dem die Kibbuzim gegründet wurden, befand sich im Regelfall im Besitz des jüdischen Nationalfonds. Aber dann fing der Blitz an in London. Im September hat der Blitz angefangen. Und jetzt auf einmal fingen die Bomben an. Da wollten sie Kinder wieder raus. Und da haben sie in die Heime in Devon geschickt. Die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf Großbritannien wurde als Blitz bezeichnet. Der Angriff auf London am 7. September gilt als Beginn des Blitzes. Dieser erste Angriffstag tötete 436 Menschen, weitere 1500 wurden verletzt. Über 43.000 Tote und über 1 Million Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Der Zweck des Angriffs, England zum Kriegsaustritt zu drängen, wurde nicht erreicht. Im Rahmen der Gesamtkapitulation ergaben sich am 8. Mai 1945 alle deutschen Truppen den Westalliierten. Dann war der Krieg zu Ende, Gott sei Dank. Aber wir wussten doch nicht, was mit unserer Familie gewesen ist. Und wir dachten, nach all der Vorbereitung, die wir gemacht haben, kriegen wir gleich Zertifikate und gehen nach Palästina und zu unseren Geschwistern. Und da gab es keine Zertifikate. Und so im Juni oder Juli, kann ich mich erinnern, ging ich nach Frankreich. Zusammen mit Freunden entschied Marga, in das Displaced Persons Camp bei Marseille zu gehen. Diese Camps waren von den alliierten Streitkräften eingerichtete Lager für zivile Personen, die sich kriegsbedingt nicht in ihrem Heimatland aufhielten, nicht zurückkehren oder in ein anderes Land auswandern konnten. Margas Weg führte sie dabei von Harwich in England nach Marseille in Frankreich. Da das Camp dort überfüllt war, musste sie in Paris einen Zwischenstopp einlegen. Und da waren wir 3 Wochen in Paris und da haben wir Paris mit unseren Füßen gesehen. Haben ganz Paris durchgewandert und Kirschen gegessen. Ja, das war die Kirschenzeit. Da haben wir Kirsche gegessen. Ihr müsst wissen, dass in England im Krieg war nicht zu essen. Wenig zu essen. Sehr wenig zu essen. Als endlich wieder Platz in dem Camp war, setzten sie ihren Weg mit dem Zug fort. Heute fährt man nach Marseille von Paris in 3 Stunden. Damals war es 12 Stunden. Wenn man die Fenster nicht zugemacht hat, ist man nach Marseille ganz schwarz gekommen. Weil die Züge gingen auf Kohlen. Und das war eine schreckliche Fahrt. Am Zielort angekommen, wurden Marga und ihre Freunde in dem Camp aufgenommen. Dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Er ist von Palästina gekommen,
Er war Funke und ist gekommen, dort in den Camps zu arbeiten und auf Schiffe zu funkieren. Magas Freunde und ihr zukünftiger Mann sind Ende Juli 1947 mit Schiffen nach Palästina gefahren. Sie selbst blieb in Marseille. Mit 20 anderen aus dem Camp, die auch Hebräisch sprachen, absolvierte sie eine Ausbildung zur Funkerin. Während dieser Zeit kam es zu dem Vorfall mit dem Passagierschiff Exodus, der auch später mit Paul Newman verfilmt wurde. Alle die Menschen, die auf die Exodus gingen, sind durch Marseille gekommen, durch La Ciotat. Und wir haben in ihr mit ihnen gearbeitet, um sie vorzubereiten. Weil das eine Menge Menschen sind, das waren 4.500 Menschen. Die Exodus verließ den Hafen von Seet mit 4.530 Holocaust-Überlebenden nach Palästina. Um diese Massen an Menschen auf dem Schiff unterzubringen, wurde der ehemalige Ausflugsdampfer umgebaut. Es wurden Betten installiert, die 45 cm breit waren und einen Höhenabstand von 60 cm hatten. Schon beim Auslaufen stand die Exodus unter britischer Beobachtung. Vor der Küste von Haifa wurde sie dann von britischen Kriegsschiffen geentert. Die Passagiere des Flüchtlingsschiffes wehrten sich mit Konservendosen, Flaschen und Kartoffeln, jedoch erfolglos. Sie wurden auf andere Schiffe verteilt und zurück nach Frankreich geleitet. Die französische Regierung weigerte sich, die Flüchtlinge mit Gewalt von Bord zu holen, bot ihnen jedoch die Staatsbürgerschaft an. Die Mehrheit der Passagiere bestand darauf, nach Palästina zu fahren und blieb an Bord. Juli 47 war der heißeste Sommer, den die Südfranzosen sich erinnern können. Das war so heiß und die Schiffe waren aus Eisen und das Eisen hat gekocht. Und die Menschen waren unten drin. Und da hat man mich als Krankenschwester ausgestattet mit der Uniform. Da durfte ich, weil ich Krankenschwester war, so gesagt, jeden Tag auf die Schiffe gehen und die kranken Leute zu sehen. Und dann war immer ein Arzt bei mir, mit mir, ob sie runter müssen wegen der Krankheit oder ob sie bleiben können und so. Ich war die Verbindung zwischen den Leuten, die in Portobuc, das war in Portobuc war, die Leute, die verantwortlich waren, und die Verantwortlichen auf den Schiffen, denn in jedem Schiff war ein Mann von der Haganah. Jeden Tag habe ich mir Briefe eingesteckt und bin dorthin gegangen, auf jedes Schiff, und habe ihnen das gegeben und habe wieder zurückgebracht, was man braucht. Und so ging es für 3 Wochen, 3 schwere Wochen. Am 22. August entschied die britische Regierung, die Passagiere der Exodus zurück nach Deutschland zu bringen. Am 8. September trafen sie im Hamburger Hafen ein. Dort wurden die Passagiere mit Gewalt von Deck gebracht und in die umgebauten Lager Pöppendorf und am Stau interniert. Die internationalen Reaktionen auf den Umgang mit den Holocaust-Überlebenden war verheerend. Der Vorfall der Exodus und die zunehmenden Spannungen zwischen der palästinensischen und jüdischen Bevölkerung in Palästina führten bei den Vereinten Nationen zur Diskussion über eine neue politische Lösung. Im Herbst 1947 wurde die Resolution 181, der UN-Teilungsplan für Palästina, von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Dieser Plan sah die Teilung des Gebietes in einen jüdischen und einen palästinensischen Staat vor, um den Konflikt zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen beizulegen. Jerusalem und Bethlehem sollten unter internationale Kontrolle gestellt werden. Dieser Vorschlag wurde von der jüdischen Seite angenommen. Die palästinensische Vertretung lehnte diesen Vorschlag jedoch ab und die umliegenden arabischen Staaten drohten mit Krieg. Das britische Völkerbundsmandat endete am 14. Mai 1948 und Ben Gurion, der erste Premierminister, erklärte Israel für unabhängig. Einige Stunden später begannen die Armeen Ägyptens, Syriens, Transjordaniens, des Iraks und des Libanons den Krieg gegen den neu gegründeten Staat. Israel siegte am Ende. 1949 endete der israelische Unabhängigkeitskrieg mit verschiedenen Waffenstillstandsabkommen. Es gab große Verluste auf beiden Seiten und viele palästinensische Flüchtlinge. Am 23. November 1947 kam auch Marga endlich an die Reihe. Mit einem kleinen Schiff fuhr sie zusammen mit anderen Flüchtlingen aus der französischen Küstenstadt Bandol nach Tel Aviv. Auf dem Schiff waren 100 Menschen,
Während der Überfahrt erreichte sie die Nachricht, dass eines der Flüchtlingsschiffe havariert war und sie die Menschen dieses Schiffes mitnehmen sollten. Das waren noch 60 Leute. Und dann mitten nachts haben sich die Schiffe getroffen und wir haben die Leute noch mitgenommen. Und so sind wir mit 160 oder 65 Menschen bis nach Palästina gefahren. Das Schiff war so klein, dass die Engländer überhaupt nicht verdachten, dass dort Menschen drauf waren. Es war ein kleines Fischerboot, nicht mehr. Und so sind wir in Tel Aviv angekommen. Nachdem Marga Palästina erreicht hatte, besuchte sie zuerst ihre älteste Schwester Friedel. Nach der Gründung Israels 1948 heiratete sie Uri Goren, gründete eine Familie und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin. Im Jahr 1984 besuchte sie das erste Mal seit 1938 die Stadt Brandenburg. 2010 war sie wieder in Brandenburg, um in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz mit Jugendlichen über ihr Leben zu sprechen. Von denen, die mit mir transportiert worden sind, lebt keiner. Ich glaube, ich bin die Einzige von Brandenburg, die noch lebt. Meine Enkel, die waren schon alle mit der Schule in Polen und die haben dort die Lager angeguckt und die haben das dort gesehen. Und jetzt, meine Enkel sind schon erwachsene Menschen heute. Die kennen das schon von dem und von dem, was ich den Eltern gegeben habe. Die wissen und die haben ja auch andere Großeltern gehabt, die aus Slowakia waren. Und die haben ihnen erzählt. Ich nicht. Mein jüngerer Sohn kennt deutsche Sprichworte. Das ja. Aber Deutsch sprechen, wie meine Kinder geboren wurden, da hat man in Israel nicht Deutsch hören wollen. So, wenn ich mit meinen Kindern Deutsch gesprochen hätte, hätte man mich versteinert. Das waren andere Zeiten, das waren die Überlebende, die konnten kein deutsches Wort hören. Aber ich habe auch schon nicht mehr, ich habe schon seit ich weg bin, habe ich nicht Deutsch gesprochen. Hatte mit wem? In England durfte man im Krieg nicht Deutsch sprechen, sondern man hat gesagt, sprich dich Deutsch. Und dann ging es ins Englische und seitdem habe ich nur mit meiner Schwester manchmal Deutsch gesprochen oder sonst immer Hebräisch. Alles ist Hebräisch. Schon wie viele Jahre bin ich schon in Israel? Ich habe so eine große Familie da, meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel, habe schon 4 Urenkel. Da gehe ich nicht weg. Wenn ich so lange ohne Familie gewesen bin, jetzt halte ich stark an meine Familie. Und meine Familie stark an mich. Margas Schwester Paula Gotthelf versuchte, wie schon ihre Schwester Friedel, nach Palästina zu gehen. Die letzte Nachricht, die Marga von ihr erhielt, kam aus Lemberg. Ihr Schicksal ist unbekannt. Margas Mutter Helena Chaya Gotthelf wurde zusammen mit ihren Verwandten ins Warschauer Ghetto deportiert. Sie erkrankte an Typhus und wurde später im Vernichtungslager Majdanek ermordet. Ah, was ich jetzt mache? Ja. Jetzt bin ich pensioniert und ich habe das sehr gern. Ich mache, was ich will und mache nicht, was ich nicht will. Und wenn ich will, und keiner sagt mir, und ich bin sehr glücklich. Ich will Ihnen mal sagen, das erste Mal, wie ich zurück nach Deutschland gefahren bin, das war in 1966, glaube ich. Irgendwo in den 60er Jahren. Und da bin ich mit meinem Mann hier gewesen und da sagte ich ihm,
Und der spricht kein Deutsch. Ja? Ein paar Wörter hier und dort. Und da sage ich, ich kann nicht Deutsch sprechen. Wenn du was brauchst, geh und sag es selbst. In deiner Sprache, soweit du kannst. Ich konnte das Deutsche nicht rausbringen. Und wir waren dann im Auto und sage, ich will nicht in Deutschland schlafen. Komm, wir fahren bis nach Holland und dort gehen wir ins Hotel. Und das haben wir gemacht, das war das erste Mal. Danach, jetzt heute habe ich überhaupt keine Hemmungen mehr. Ich komme, ich sehe, es macht mir nichts mehr, es stört mich nicht. Aber das erste Mal war sehr, sehr schwer. Ich konnte nicht. 1984 habe ich mich entschlossen, mal herzukommen. Ich kann die Gefühle nicht richtig übersetzen auf Wörter. Die ganze Zeit in England, da war es immer, als ob ich von nirgends komme, weil Deutschland war doch aus. Und da war ich so wurzellos. Und aber das war so tief bei mir drin. Und dann eines Tages, wie ich mit meinem Mann in London war, sagte ich ihm, ich will mal nach Brandenburg fahren. Was ist denn? Ja, ich muss mal sehen, wo mein Vaters Friedhof, ich muss ihn den Friedhof angucken und ich will mal nach Brandenburg fahren. Als Marga 1984 in Brandenburg ankommt, existiert das Grab ihres Vaters Abraham Gotthelf nicht mehr. Der jüdische Friedhof wurde 1948 in eine Gedenkstätte umgewandelt. Die noch vorhandenen Grabsteine wurden genutzt, um die heutigen Gedenktafeln zu errichten. Aber sonst, das war alles so, wo da mal ein Fleischer war, da war ein Fleischer. Wo da mal ein Optiker war, da war ein Optiker. Und ich hätte blind sein können und ich hätte das alles gefunden. Für jede Ecke, die ich rumgegangen bin, wusste ich genau, was ich sehen werde. Das war so komisch, die Erinnerungen waren so stark bei mir. Ich war überhaupt nicht, ich war überrascht über die verbombten Häuser und so. Alles war so, wie es gewesen war. Nur die Bismarckwarte war nicht da. Die man immer in der Hauptstraße gesehen hat. Die Bismarckwarte. Da war was anderes, was. Nirosta. Was ist Nirosta? Friedenswarte. Ja, aber wie heißt Nirosta, was ist das? Das Metall. Das Metall. Das war anders, aber sonst. Und die Havel war schmutzig und es war alles in Ordnung. Die war so grün und black und schwarz. Ein Flüchtling hat keine Heimat. Ich bin hier geboren, war hier sehr heimatlich. Mit einer Muttersprache, mit allem. Und dann kam ich nach England. Und bis ich mich da gut gefühlt habe und gut eingelebt habe, hatte. Aber ich war doch nicht Englisch. Ich war doch nicht, ich muss, da muss ich mal was erzählen, was mir passiert ist. Vor einigen Jahren, ich glaube es 15 oder 20 Jahre her. Und da ging ich in das Goethe-Haus, wo Goethe gewohnt hat. Und die Museumführerin hat uns so durchgenommen und sie hat irgendein philosophisches Gedicht von Goethe zitiert, das ich früher nie gehört hatte. Und auf einmal fühlte es im Herzen, dass es, ich habe es verstanden, ohne
nachzudenken. Das ist automatisch, habe ich das verstanden. Und da habe ich erst gemerkt, was die Muttersprache ist. Die Muttersprache ist im Bauch, die ist irgendwo. Und wenn ich all die anderen, die Sprache, ich spreche doch Hebräisch und ich spreche Englisch und ich kenne englische Literatur und alles, aber ich muss immer nachdenken, wenn ich was höre, wenn ich Gedichte höre, so, da muss ich denken. Und wie ich das Gedicht von Goethe gehört habe, brauchte ich nicht denken, das habe ich gleich verstanden, ohne, ich weiß nicht, das ist der Zauber der Muttersprache, glaube ich.